Sie heißen Issa, Abdullahi oder Musa. Und sie arbeiten in handwerklich betriebenen Goldminen. Nicht in Togo, sondern in Burkina Faso. Wie zehntausende Kinder und Jugendliche in diesem Land graben sie Tag für Tag nach dem Schatz, der ihnen das Überleben sichert. Die meisten von ihnen sind zwischen 13 und 17 Jahre alt, manche noch jünger. Statt in der Schule etwas über das Leben zu lernen, riskieren sie ihr eigenes. Was sie tun, bezeichnet die Internationale Arbeitsorganisation als eine der schlimmsten Formen von Kinderarbeit. In den Minen wird Tag und Nacht gearbeitet, in Schichten von 12 Stunden am Stück. Die Arbeiter seilen sich bis zu 170 Meter in die engen, schlecht abgestützten Schächte ab. Mit Alkohol und Amphetaminen versuchen sie, die Müdigkeit und die Angst zu bekämpfen. Bekommen sie keine Drogen, weigern sich die meisten von ihnen, in die schlecht belüfteten Tunnel zu klettern. Manche kommen nie wieder raus. Neben den Minen zerkleinern die Arbeiter die Steinbrocken von Hand, ohne Schutz gegen den Staub. Um das Gold zu reinigen, hantieren sie ungeschützt mit Quecksilber, einem Gift, das die Organe angreift. Auch Verletzungen und Schäden durch das Heben von schweren Lasten sind alltäglich. Doch die meisten Erwachsenen und Jugendlichen nehmen den Preis, den sie für ihre Arbeit bezahlen, in Kauf. Für ein paar Franken Lohn pro Woche. Das in Burkina Faso mühevoll abgebaute Gold wird von Schmugglernetzwerken über die Grenze nach Togo gebracht. Die Schmuggler bereichern sich auf Kosten von Burkina Faso. Dem Land, einem der ärmsten der Welt, entgehen so pro Jahr mindestens 6,5 Millionen Franken an Steuern. Die Amar Group, ein internationaler Konzern, der in Genf einen Sitz hat, bringt das Gold von Togo aus in die Schweiz. Im Tessin verkauft sie es an die Raffinerie Valcambi. Weder die Amar Group noch Valcambi scheinen sich um die wahre Herkunft des Goldes zu kümmern und um die Kinder, die dafür ihr Leben riskieren. Genauso wenig wie die Schweizer Behörden, die keine Fragen stellen. Wir setzen uns in der Schweiz dafür ein, dass Unternehmen weltweit die Menschenrechte wahren und verantwortungsvoll handeln. Unterstützen Sie uns bei dieser wichtigen Aufgabe.